Da finde ich, ist das wichtigste Stichwort Selbstfürsorge. Das ist das, was viele Leute im Laufe ihrer beruflichen oder auch privaten Alltagsbelastung nicht mehr schaffen. Das heißt, gucken, was brauche ich, was tut mir gut, wo brauche ich Auszeiten. Wenn man das schaffen kann im Alltag, das noch einzupacken, dann wäre das eigentlich ein gutes Mittel, um den Burnout zu vermeiden. Normalerweise ist es so, dass am Anfang eher körperliche Symptome sich zeigen. Das heißt, man hat vielleicht Rückenschmerzen, Schlafstörungen, innere Unruhe, man kommt nicht mehr runter. Und erst im zweiten Schritt spürt man dann auch psychische Symptome wie Gereiztheit oder vielleicht, dass man schneller anfängt zu weinen, emotional plötzlich so instabil ist, Stimmungsschwankungen hat. Oftmals wird das aber schon früh bemerkt von Angehörigen, dass die eher sagen, Mensch, du hast dich verändert, du bist nicht mehr so, wie du mal warst. Es kommt jetzt darauf an, wie weit fortgeschritten ist das Burnout-Symptom. Es gibt Leute, die, also es dauert ja etwa 2 bis 4 Jahre, bis man so wirklich richtig schwer erkrankt ist. Das heißt, man könnte in der frühen Phase durchaus mit einer ambulanten Therapie arbeiten. Aber im zweiten Schritt wäre dann vielleicht eine stationäre Therapie eine Lösung, weil man einfach wegkommt von seinem Alltag, mal Ruhe findet, sich wieder auf sich konzentrieren kann. Und da gibt es verschiedene Therapieangebote, die man dann nutzen sollte. Das heißt einmal eine Einzel- oder Gruppenpsychotherapie, dann aber auch nonverbale Therapieverfahren, wie zum Beispiel Kunst- oder Musiktherapie oder Sportangebote. Und danach, wenn man dann einen stationären Aufenthalt hatte, wäre es ganz gut, zumindest nochmal mit dem Hausarzt Kontakt zu haben, ob man noch eine Anschlusstherapie braucht oder ob das jetzt sozusagen erledigt ist, das Thema.